Oh, sie kommt langsam, Freaks, die Forsythie kommt langsam trotzdem. Es ist unglaublich kalt. Es soll die ganze Woche so kalt bleiben. Also man kann draußen noch nicht viel tun. Ihr seht schon die ersten Streifen. Ich habe einmal schon mit dem Spindelmäher gemäht. Die, die bei Instagram uns verfolgen, die haben das schon gesehen. Aber gut, mehr habe ich jetzt auch nicht gemacht. Wir können noch nicht viel tun. Deswegen gehen wir heute mal in die Werkstatt. Also heute zeigt der Rasenfreak mal seine Werkstatt und vor allen Dingen den ganzen Maschinenpark. Das soll jetzt bitte nicht angeberisch sein. Also da müsst ihr also schon ganz entspannt bleiben. Ich habe sehr viele Maschinen, ihr wisst es alle. Aber ich habe ein paar neue Maschinen und das interessiert euch vielleicht. Und deswegen gehen wir in die Werkstatt. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Yeah! Ja, lieber Rasenfix, hier steht meine Lieblingsmaschine. Aber das nehmen wir jetzt nicht ab. Hier steht mein Toro Greens Master. Eine epische Reihe an Videos zum Toro Greens Master. Wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr mal hier die Entstehung dieses Toro Greens Masters sehen. Ich bin da gerade dran, die Spindeln zu erneuern, zeige ich gleich. Die Maschine muss raus, weil ich keinen Platz in der Garage habe. Ja, lieber Rasenfix, und hier steht mein frisch restaurierter Rasensander. Mein Turfco-Rasensander, auch draußen. Ich weiß gar nicht, wie er aussieht. Gut verpackt, den lassen wir auch mal verpackt. Dieses Jahr werde ich richtig, richtig viel sanden. Ich will einmal im Monat hier topdressen mit meinem Rasensander. Eine Packung Sand liegt da schon, zeige ich euch mal kurz. Das ist ein schöner, feiner Sand. Gut gewaschen, also hat überhaupt keine Tonanteile. Bleibt nichts in den Poren hängen. Sehr schöner, feiner Sand bis 0,8 mm. Ja, ein paar etwas dickere Körnchen sind dabei. Das ist super Top-Dressing-Sand und der wird als erstes auf die Fläche geschmissen. Ich weiß ja nicht, wie viele neue Zuschauer ich habe. Also falls ihr es noch nicht kennt, jetzt kommt die Garage des Rasenfreaks. Yeah! Ja, ein paar Maschinen habe ich tatsächlich verkauft. So, Freaks, im Schnelldurchgang. Das ist mein alter Edco Balmorel 20 SE. Das war mein erster Spindelmäher, den ich mir gekauft habe. 2000, also das Ding ist jetzt 23 Jahre alt. Hinten die Heckrolle ist völlig verbeult. Die ist durch. Ich kriege leider keine neue Heckrolle, weil ich die einzelnen Röhren nicht kriege, sondern nur die ganze Heckwalze. Kostenpunkt über 500 Euro. Da kann ich mir auch gleich einen neuen Mäher kaufen. Also Wahnsinn. Den benutze ich vor allen Dingen zum Lüften, weil der hat vorne hier zwei Räder, die ich ranschrauben kann und nicht die Walze. Und damit drücke ich dann vorher nicht die Wurmhäumchen platt. Dann habe ich hier letztes Jahr neu bekommen einen Vertikutierer von Sabo, ein Profi-Vertikutierer. Den habe ich letztes Jahr noch nicht so häufig benutzt. Vertikutieren, ihr wisst es, ist ja nicht mehr so ganz trendy. Lüften ist immer besser. Aber zum Nachsehen werde ich auf jeden Fall den Vertikutierer benutzen. Dann schön über Kreuz vertikutieren, damit die Saat gut in den Boden reinfallen kann. Dann mein Lieblingsbaby. Ein bisschen dreckig, also schon ein bisschen verdreckt, das müssen wir sauber machen. Dann mein Toro Greens Master, mein E-Flex. Das Gerät habe ich auf eine 8-Messer-Spindel umgebaut, um eben auch etwas höher mähen zu können. Bei dem Mäher haben wir die Spindel bei Ettrich schleifen lassen. Habe ich noch nicht mitgemäht, bin ich sehr, sehr gespannt. Läuft auf jeden Fall schon mal super leise, völlig geräuschfrei, die Spindel. Hört sich richtig gut an. Was ich noch machen muss und auch noch nicht geschafft habe, ich möchte noch die Drehzahlen der Spindel ein bisschen runtersetzen. Da kommt noch mal ein Video zu zum Thema Drehzahl messen mit dem Lasermessgerät. Das Ding ist echt cool, weil es auch ziemlich leise ist. Es ist nicht ganz so leise wie ein anderer Mäher, den ich gleich zeige. Ja, lieber Rasenfix, das ist hier mein Kubota Z-Turn, Null-Wendekreis-Rasenmäher. Der Z122R, eine super Maschine, aus dem einfachen Grund, weil sie in Orange lackiert ist. Nein, das ist echt ein cooles Gerät für ja, größere Rasenflächen. Sichelmäher mit zwei Messern. Dann haben wir hier natürlich, jau, Menschenskinders, ja. Das ist jetzt hier mein handgeführter Aerifizierer.
Der wird angetrieben, gezogen von einem Kubota Einachser, ein alter Kubota Einachser, irgendwie Baujahr in den 90ern, uraltes Teil. Hinten dran ein Vertidrain-Erifizierwerk. Das Tolle an dieser Maschine ist, der kommt richtig tief rein in den Boden, bis zu ungefähr 12 cm. Das ist schon richtig tief und das ist auch richtig gut. Ich wollte ja erst verkaufen, die Maschine. Und dann haben auch gleich ganz viele sich von euch gemeldet und haben gesagt, oh hier, ich kaufe dir die Maschine ab. Ich habe jetzt festgestellt, neuer Erifizierer, egal woher. Also ein guter neuer Erifizierer, ein Profigerät, völlig indiskutabel, überhaupt nicht bezahlbar, auch nicht gebraucht zu kriegen. Es gibt von John Deere gebrauchte Profi-Erifizierer, die sind auch nicht ganz so teuer, aber die sind anscheinend nicht so gut. Richtig super ist der Toro Aircore 648. Das ist eine mega coole Maschine, die habe ich ja auf der Deuler mal selber fahren dürfen. Absolut cooles Teil, kostet aber mehr als ein Kleinwagen, also völlig, also Mittelklassewagen, Mittelklasse, völlig wahnsinnig. Also ich werde jetzt Folgendes machen, ich werde diese Maschine nochmal richtig überarbeiten, ich habe sie mir nochmal ganz genau angeguckt. Ich werde die entklappern, das ist ja alles Blech hier, das werde ich alles entklappern. Ich werde auch schauen, dass ich ein bisschen schneller erifizieren kann. Hier ist nämlich eine Schaltung, man kann eigentlich hier in den zweiten Gang schalten. Und bis jetzt läuft die Maschine nur im ersten Gang. Und wenn ich im zweiten Gang fahren würde, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen schneller erifizieren. Ob das die Maschine wirklich mitmacht, weiß ich nicht. Dann habe ich festgestellt, dass dieser Bügel eigentlich ganz hoch gedrückt wird, wenn diese Gasdruckfedern, die nun auch schon fast 30 Jahre alt sind, wenn diese Gasdruckfedern funktionieren würden. Die funktionieren überhaupt nicht mehr. Also auch das hätte man mal sich genau angucken können. Und dann haben wir das Problem natürlich mit dem lauten Motor, der laute Auspuff. Da suche ich jetzt einen Motorradauspuff, um den darauf zu bauen, in der Hoffnung, dass dann die Maschine insgesamt noch ein bisschen leiser wird. Also das sind die Maßnahmen, die ich jetzt auch geplant habe. Also wirklich viel Sachen, die ich dieses Jahr machen möchte. Kommen wir zu den etwas kleineren, handgeführten Mähern. Das ist hier ein Mulchmäher, der Mulchmaster, eine deutsche Firma, mit einem Akkumotor von Bridge & Stratton. Der mäht wirklich gut. Also überhaupt kein Thema. Das Ding mäht klasse und es mulcht vor allen Dingen auch sehr gut. Was ich ganz besonders toll finde, Vorsicht, und zwar die Schüssel, die bleibt wirklich super sauber. Also da bleibt nicht groß irgendwas hängen. Und wenn was hängen bleibt, einmal durchwischen, ist diese ganze Schüssel wieder sauber. Also ich bin echt beeindruckt. Dieser Lack, der scheint irgend so eine gewisse abstoßende Wirkung zu haben. Total klasse. So, nächste Maschine. Oh. Ja, dann habe ich hier den alten Brill. Handspindelmäher von meinem Vater. Schneidet hervorragend. Wollte ich tatsächlich auch nochmal restaurieren, mal schön neu lackieren lassen. Auch so ein Projekt, was ich noch auf der Liste habe. Ja, dann haben wir hier unsere ganzen Kassetten für den Swordman. Die 10-Messer-Kassette, die haben wir übrigens jetzt auch von Marvin Ettrich schleifen lassen. Die hat jetzt auch einen Hintergeschliff bekommen von Marvin Ettrich. Kommt auch nochmal ein Video zu. Ich kündige mir so viel an. Dann die richtig scharfe Grumer-Einheit, die neue Grumer-Kassette von Swordman. Dann die Bürste von Swordman. Da habe ich jetzt tatsächlich schon zweimal mit die ganze Rasenfläche gebürstet, um die Wurmhaufen ein bisschen zu verteilen. Hat nicht schlecht funktioniert. So, ja, und das ist hier natürlich mein Elektra, mein Sportman. Mit dem mähe ich wirklich sehr, sehr gerne. Das ist mit Abstand der leiseste Mäher, den ich habe. Also das ist Wahnsinn, wie leise dieser Mäher mäht. Und wenn das Messer gut geschliffen und gut eingestellt ist, hört man von der Maschine praktisch nichts. Da kann man auch am Sonntag mitmähen. Also wirklich, das finde ich jedes Mal großartig. Ich habe ja mit auch schon gemäht. Deswegen sieht das schon ein bisschen dreckig aus. Hat jetzt gerade die 6-Messerspindel drauf und die profilierte Frontrolle drückt auch noch ein bisschen die Wurmhäufchen platt. Deswegen ist dieser Effekt des Verteilens der Wurmhäufchen mit der Bürste oder mit der Lüfterkassette nicht ganz optimal. Deswegen lüfte ich gerne halt mit meinem alten Edco, weil er da eben diese beiden außenliegenden kleinen Rollen hat. Das gibt es für den Swordman aber auch. Habe ich noch nicht. Ja, dann habe ich hier mein sehr, sehr
schönen alten Sabo. Auch ein Erbstück von meinem Vater. Ein 43er Sabo mit einem schönen alten Bridge & Stratton Motor. Der Motor läuft erstaunlich leise und schön rund. Ein tolles Maschinchen, modifiziert auf 18 mm Schnitthöhe mit der zusätzlichen Raste hier, mit der zusätzlichen Kerbe hier. Ihr habt es gesehen. Das Maschinchen hat ein ganz neues Messer bekommen. Ich finde es total wichtig, mindestens einen saugenden Sichelmäher zu haben und, wenn man eben möchte, auch ein Spindelmäher. Nur ein Spindelmäher geht nicht. Nur ein Sichelmäher ist schwierig, weil die meisten machen nicht die schönen Streifen. Ich habe jetzt ein Mäher entdeckt. Hinten mit einer Antriebswalze. Gar nicht so teuer. Mit Akku. Vielleicht kaufe ich den. Könnt ihr mal schreiben, ob ich das machen soll. Oder soll ich es verraten? Von Stieger. Ich hatte ja mal einen Stieger Mulchmäher von Stieger. Habe ich gerade entdeckt. Hinten mit Walzenantrieb. Ist aber auch nicht ganz leise von den Angaben. Den schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Freaks, was ist das? Was hat der Rasenfreak sich jetzt hier gekauft? Was ist das denn jetzt? Also ich erkläre mal die Maschine. Die Maschine hat zwei Walzen. Dann ist hier ein großes Gebläse. Und hinten ist ein großer Benzinmotor, der das Gebläse antreibt. Dann haben wir hinten noch, das habe ich hier oben noch liegen, haben wir hinten hier, komm her, hier hinten haben wir eine Antriebseinheit für die Heckwalze. Die Heckwalze ist geteilt und diese Antriebseinheit wird hinten an die Maschine rangeflanscht und über einen Akku treibt dieser Motor hier, dieser Elektromotor, die Walze an. Das Ding hier ist ein, das Ding ist ein Behälter und dieser Behälter, der kommt hier rein. Der wird so da reingelegt. So, und das ist ein Deckel und da kann man reingucken oder was rausnehmen. Okay, soll ich euch jetzt schon verraten, was das für ein Gerät ist? Oder, nee, ich lasse euch mal raten. Also ihr könnt ja mal die Beschreibung reinschreiben, was ihr glaubt, was das für ein Gerät ist, wofür man das verwenden kann. Es gibt übrigens zwei Verwendungsmöglichkeiten, das verrate ich schon mal. Und das werden wir dann nochmal ausführlich in einem Video zeigen, wenn es denn soweit ist. Habt ihr noch Lust? Jetzt zeige ich noch schnell, was gerade in der Werkstatt, also da auf meiner Werkbank rumliegt. Und dann gehen wir nochmal drüben rüber in meinen Geräteraum. Den habt ihr, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gesehen. Dann zeige ich mal ganz kurz, wie viele Geräte da an der Wand hängen. Und dann ist Schluss. So, ja, hier schnell noch zu meinem Streuwagen. Das ist der Schleuderstreuer von DEMA, der SW55, ganz aus Edelstahl. Das Gerät, das ist wirklich super gut, weil man eben besonders schnell fertig wird, weil der eben sehr breit und sehr weit streut und vor allen Dingen auch einen ganzen Sack Dünger aufnimmt. Okay, hier liegen zerlegt die ganzen Teile meiner drei Spindeln, beziehungsweise ein Teil der Teile von meinen drei Spindeln. Und hier unter, oh, das ist völliges Chaos hier, hier habe ich gerade Lager verbaut. Hier seht ihr schon die neu lackierten Messerbalken. Hammer, oder? Hier die hintere Abstreifrolle. Oh, da kommt natürlich noch das große Montagevideo. Dann die Heckrolle lackiert in Rot. Was haben wir noch Schönes hier? Und ganz viele andere Teile, alle rot lackiert. Hier noch ganz viele Kleinteile, auch alle frisch lackiert. Schon ein bisschen staubig. Also das wird Wahnsinn. Dann habe ich hier 1000 Neuteile, Lager, Kugellager, nee, das sind wellendicht, vorsichtig, Wellendichtringe. Dann hier ganz viele Kugellager, große Kugellager, kleine Kugellager. Hier habe ich schon die ganzen
Teile blank gemacht, die ich nicht lackieren will. Die werde ich so blank lassen. Hier habe ich die ganzen, das sind die Muttern für die Wellen. Die habe ich übergedreht, weil sich da die Wellendichtringe eingearbeitet hat. Also das kommt noch mal extra hier. Das ist Wahnsinn. Eine unfassbare Arbeit. Gut, gehen wir jetzt in den Geräteraum. Letzte Station. Aber vorher zeige ich euch noch ein neues Gerät. Ich habe ja mit meiner Mistfork, mit meiner Grabegabel, habe ich meinen Boden gelocht und hat Rasensprech gedacht, also was macht denn der Andreas da mit so einer Forke? Da haben wir doch ein tolles Teil für den Rasenfreak. Mal gucken, ob es ein tolles Teil ist. Ich habe es noch gar nicht ausgepackt. Und zwar ist das quasi auch so ein Bodenerifizierer, aber mit Vollspoons, also eine Rasenkralle heißt das Ding, eine Rasenkralle zur Tiefenlockerung. Ja. Der Erifizierer, der geht ja nicht ganz so tief, der arbeitet vor allen Dingen im Wurzelhorizont, also da, wo die Wurzeln wachsen. Und die Rasenkralle, die geht halt tiefer, deutlich tiefer. Und damit kann man eben Tiefen lockern. Ich mache mir jetzt noch schnell mal einen dran. Das ist schon nicht schlecht. Ja, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Bitte? Achso, ich soll ihn mal messen. Meine Frau sagt, ich soll ihn mal messen. Das ist schon... Ja, kann ich nicht messen. Das ist... Also es gibt ja wirklich Werkzeuge, da kriegst du einen Föhn. Der geht 21 cm tief. 21 cm, das ist schon ordentlich. Zur Tiefenlockerung. Also, danke Rasenspecht. So überraschend fix. Ich habe tatsächlich vor Urzeiten mal hier diese Bruns Gerätehalter in einem Video vorgestellt. Das ist schon Ewigkeiten her. Aber die Dinger haben sich super bewährt. Die sind echt klasse, nach wie vor. Ja, und hier habe ich eben also alle möglichen Gartengeräte, die man sonst noch so braucht, zur Gartenpflege. Angefangen bei mehreren Varianten von Kunststoffrechen über alle möglichen Heckenscheren und Trimmern, Motor und Akku und schnell wieder raus. Das ist alles. So, lieber Rasenfix. Okay, das war's jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es geht jetzt wirklich bald los mit der Saison. Und ja, dann können wir endlich auf der Fläche wieder arbeiten. Ich freue mich schon auf das erste richtige Mähvideo. Wir haben jetzt den 4. März und es ist halt noch nicht Garten- und Rasensaison. Ich habe gerade mal alte Bilder gesehen, da hat die Forsythia Anfang April geblüht. Also von daher müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Trotzdem danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüssi!